Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, obwohl die Bundestagswahl noch einige Zeit hin ist, merkt man langsam, der Wahlkampf geht los. Neben den Listenaufstellungen und Programmprozessen in den Parteien merkt man das auch ein bisschen an diesem Antrag. Und ich hoffe sehr, dass das Thema Rente eines der großen Themen im Wahlkampf nächstes Jahr wird. Denn es ist unter anderem die Diskussion um eine gerechte Rente, die wir führen müssen, wenn wir über mehr Solidarität in unserer Gesellschaft diskutieren. Nach heute Nacht habe ich aber noch einmal mehr leider die Befürchtung, dass die Themen des Wahlkampfes von Rechtspopulisten bestimmt werden könnten. Die Angriffe auf die offene und solidarische Gesellschaft werden immer lauter und schlagen sich immer mehr in Wahlergebnissen nieder. Es wird gegen Geflüchtete gehetzt, Frauenrechte in Frage gestellt und lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, intersexuelle Menschen marginalisiert. Zu dieser Entsolidarisierung dürfen wir aber nicht beitragen. Wir müssen Diskriminierung beenden, statt sie anzufangen. Und ich hoffe darauf, darin sind wir uns alle bis in die CDU hinein einig. Und tatsächlich ist die Rente hier ein Handlungsfeld. Denn mit den drei Säulen des Rentensystems sollen zwei Ziele erreicht werden: Sicherung des Lebensstandards im Alter und zweitens die Verhinderung von Altersarmut. Sie konzentrieren sich in Ihrem Antrag auf das Thema Altersarmut. Das tue ich auch, nicht nur als Sozial-, sondern vor allem auch als frauenpolitische Sprecherin liegt da immer mein Blick drauf. Gerade wenn man aber den Schwerpunkt auf die Verhinderung von Altersarmut legt, dann sieht man, dass es komplizierter ist und nicht nur mit der Stabilisierung des Rentenniveaus getan ist. Nö. Wobei die Petite an Ihrem Antrag natürlich nur darauf bezogen sind. Die Stabilisierung und gerne auch die Anhebung des Rentenniveaus hat vor allem positive Effekte auf die Sicherung des Lebensstandards im Alter. Im Alter arm ist aber vor allem, wer bereits im Arbeitsleben keine oder schlechte eigenständige Existenzsicherung hatte und deswegen auch kaum existenzsichernde Rentenansprüche aufbauen konnte. Dieser Trend verstärkt sich durch die zunehmende Prekarisierung von Arbeit. Missstände auf dem Arbeitsmarkt lassen sich daher nicht über das Rentensystem beheben. Wir müssen auch an anderer Stelle also weiterkämpfen für gute Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung von Männern und Frauen und gerechte Aufstiegschancen in allen Bereichen und für alle. Neben der Stabilisierung des Rentenniveaus brauchen wir ein Rentensystem, das die Herausforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt und die veränderten Lebenssituationen von Menschen berücksichtigt. Denn es gibt immer mehr Erwerbsbiografien, die Brüche aufweisen. Selbstständige, Minijobberinnen und Co. werden nur unzureichend über die Rentenversicherung abgesichert. Menschen können in den unterschiedlichen Berufen unterschiedlich lange arbeiten. Und viele Frauen wollen sich nicht mehr allein auf die Versorgung durch ihre Ehemänner verlassen. Doch darauf setzt das herkömmliche Rentensystem. Bei uns Grünen hat sich eine Rentenkommission in Vorbereitung auf den Programmprozess ziemlich intensiv mit dem Thema befasst und im Sommer einen Abschlussbericht vorgestellt. Und in diesem steht auch die gesetzliche Rente im Fokus. Und es wird ein Plädoyer für eine starke gesetzliche Rente ausgesprochen. Denn sie ist die zentrale Säule, die alle Menschen in Deutschland vor Altersarmut schützen kann und sollte. Andere Säulen können die gesetzliche ergänzen, aber nur über eine starke gesetzliche Rente können wir garantieren, dass alle Menschen eine Rente erhalten, die ihnen ein würdiges Leben im Alter ermöglicht. Insbesondere für Frauen ist die gesetzliche Rente die wesentliche Säule. Hier beträgt der aktuelle Gender Pension Gap, also nicht die Lohnlücke, sondern die Rentenlücke, beträgt in der gesetzlichen Rente 57%, ein unfassbar großer Abstand. Und bei der privaten Absicherung beträgt die Lücke aber sogar 70% und bei betrieblichen Renten 79%. Kein Wunder also, dass Frauen von Altersarmut betroffen sind. Eine Stabilisierung des Rentenniveaus kommt also vor allen Dingen auch ihnen zugute. Wir wollen die Rentenversicherung zu einer Bürgerinnenversicherung ausbauen. Denn Ziel muss es sein, eine Versicherung für alle zu haben. Von einer Bürgerinnenversicherung können eben auch Selbstständige profitieren, aber auch Beamtinnen, Abgeordnete und alle anderen. Auch ein Beitrag für mehr Solidarität. Applaus
Und wenn wir uns dann nochmal die aktuellen Herausforderungen angucken, eben das vor allen Dingen der Altersarmut, insbesondere von Frauen, dann sehen wir eben, gesetzliche Rente ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und weil eben von Altersarmut vor allen Dingen diejenigen betrifft, die längere Erwerbslücken hatten. Das heißt, auch der Ausbau der betrieblichen Rente bringt diesen Personen nicht ganz so viel. Und die private Zusatzvorsorge über die Riester-Rente ist für Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen meist auch keine Option. Frauen sind deswegen so stark von Altersarmut betroffen, weil sie vielfach in Teilzeit verdient haben und keine Chance hatten, zusätzliche vorzusorgen. Aus genau diesen Gründen setzen wir Grüne uns unter anderem für eine steuerfinanzierte Garantierente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung ein. Denn eine enge Kopplung von Lohnarbeit und Rente auf das aktuelle System basiert, funktioniert nur so lange gut, wie wir von bestenfalls unbefristet Vollzeitbeschäftigten ausgehen können. Das ist in unserer heutigen Arbeitswelt aber nicht immer der Fall, und das wissen wir ja schon länger. Lassen Sie eine Zwischenfrage von der Kollegin Hannemann zu. Ja. Danke. Was sagt denn die Grüne oder Grünen dazu, zu einer wirklichen Parität bei den Beiträgen zur Rentenversicherung? Das heißt, ein tatsächlicher Ausgleich, ein gleicher Ausgleich zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ich bin gerade am Überlegen, weil ich nicht weiß, ob das einer der strittigen Punkte ist, die wir am Bundesparteitag am Wochenende lösen. Ich denke, es ist ein grundlegender Meine Meinung Punkt. Ist dazu klar. Naja, Programmprozesse innerhalb von Parteien ist auch ein wichtiger Punkt innerhalb der Demokratie, dass man nicht einfach... Und tatsächlich... sind mehrere Punkte sehr noch strittig, die am Wochenende entschieden werden. Dazu gehört zum Beispiel auch Reform Riester-Rente oder Abschaffung Riester-Rente. Da ist meine Meinung auch klar. Aber das wird sich dann, was die grüne Position geht, am Wochenende entscheiden. Danke. Ja, habe ich gerade gesagt. Genau. Zuhören hilft. Frau Engels hat das Wort. Genau, ich muss jetzt mal gucken, wo wir waren. Beim Thema steuerfinanzierte Garantierente, um Menschen adäquat vor Altersarmut zu schützen, auch wenn sie brüchige Erwerbsbiografien hatten, Verantwortung für Angehörige übernommen hatten, dafür ist die Garantierente eine Lösung. Und ich bin überzeugt, dass sie ein wichtiger Beitrag sein könnte zu einer gerechteren Rente. Wir wollen außerdem die Anhebung der Regelaltersgrenze für Menschen mit Behinderung, die ist von 63 auf 65 angehoben worden, wieder rückgängig machen. Ihre Jobaussichten sind häufiger schlechter und dann sie auch noch mit der Möglichkeit zu nehmen, früher einzutreten. Das ist eine falsche Veränderung, die wollen wir zurückdrehen. Langzeitarbeitslose wiederum können gegen ihren Willen in die Rente gezwungen werden. Beides halten wir für ungerecht und das hat für uns mit einem selbstbestimmten Renteneintritt dann nichts zu tun. Wir brauchen eine Stabilisierung der Rente, das ist in weiten Teilen Konsens. Und ja, wir brauchen ein neues Rentengesetz, das dieses garantiert und die gesetzliche Rente als zentrale Säule der Rentenversicherung stärkt. Eine Bundesratsinitiative erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sinnig. Der Ort, um das zu diskutieren, ist zunächst der Bundestag. Das wurde jetzt auch schon öfters angeführt. Es wird wahrscheinlich noch was vorgelegt werden von der Bundesregierung. Das muss dann kritisch diskutiert werden. Ich weiß auch, dass unsere Bundestagsfraktion das tun wird. Und ich glaube kaum, dass sich das mit zum Beispiel dem, was sich die Rentenkommission und die Beschlüsse am Wochenende ergeben werden, decken wird. Aber die Diskussion läuft dort bereits. Und dazu brauchen wir keine appellative Bundesratsinitiative, sondern sollten die Diskussion dort einfach weiterführen. Das heißt, in vielen Zielen stimmen wir überein. Dem vorliegenden Antrag können wir so aber nicht zustimmen. Dankeschön.